Als nächstes erteile ich das Wort dem Kollegen Christoph Skutella von der FDP. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich zitiere: Auf dem Wege der Volksgesetzgebung können die Menschen im Freistaat durch Ergänzung der Bayerischen Verfassung ihre Regierung und die staatliche Verwaltung auf den Vorrang des Klimaschutzes als Voraussetzung für den Schutz unserer Umwelt verpflichten und zur Aufgabe allen staatlichen Handelns erklären. Deshalb Klimaschutz in die Verfassung. Ausrufezeichen, Zitat Ende. Dieses Zitat stammt von der Homepage der Initiatoren und wir haben es heute schon öfters gehört, des Volksbegehrens Klimaschutz in die Verfassung. Unterstützt wird dieses Volksbegehren von der Partei Bündnis 90 Die Grünen, von der Partei also, die angekündigt hat, der Aufnahme des Klimaschutzes in die Verfassung hier im Plenum heute nicht zuzustimmen. Kolleginnen und Kollegen der Grünen, wie wollen Sie das denn den Bürgerinnen und Bürgern, die sich für eine Staatszielbestimmung Klimaschutz eingesetzt haben, eigentlich erklären, dass sie dieses Ziel nun bewusst vereiteln? Ausgerechnet die Grünen verabschieden sich vom Klimaschutz, das ist wirklich Klamauk. Man könnte drüber lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Denn auf eine vernünftige Erklärung für die vollführte 180-Grad-Drehung warten wir im Übrigen bis jetzt vergeblich. Das Verfassungsziel Klimaschutz sei nur eine Worthülse, kommt von Ihnen. Etwas anderes sagen jedoch auch die Initiatoren des Volksbegehrens, das Sie angeblich unterstützen. Eine Staatszielbestimmung Klimaschutz würde alle staatlichen Stellen auf den Klimaschutz verpflichten, insbesondere auch die Regierung. Und genau das ist doch das stärkste Argument für eine Staatszielbestimmung Klimaschutz. Die Regierung muss ihrer Verantwortung für die Menschheitsaufgabe Klimaschutz endlich gerecht werden. Das steht außer Frage und das fordern wir Freien Demokraten auch nachdrücklich ein. Die Regierungsparteien dürfen sich nicht länger hinter großen Worten verstecken, sondern müssen Taten folgen lassen. Wir werden Sie in die Pflicht nehmen, Kolleginnen und Kollegen der CSU und der Freien Wähler. Darauf können Sie sich verlassen. Im Endeffekt lässt sich die Debatte der vergangenen Woche doch in einem Satz zusammenfassen. Wir alle, bis auf die Kolleginnen und Kollegen der AfD-Fraktion, aber dazu erübrigt sich wirklich jeder Kommentar, sind uns über das Ziel einig. Und trotzdem werden wir dieses Ziel heute wohl nicht erreichen. Das ist im höchsten Maße grotesk. Was spricht denn dagegen, dem Klimaschutz heute hier in diesem hohen Hause den Weg in die Verfassung zu ebnen, als wichtigen Schritt in die richtige Richtung? Die Einigung auf konkrete Maßnahmen zur Bedingung für eine Zustimmung zur Verfassungsänderung zu machen, wie Grüne und SPD es tun, ist die falsche Reihenfolge. Wenn über ein Ziel Einigkeit besteht, sollte man das auch so formulieren. Dass Verfassungsnormen keine konkreten Handlungsvorgaben haben, ist doch nichts Neues. Das ändert aber nichts an ihrer Bedeutung und ihrer Verbindlichkeit für alle staatlichen Stellen. Fundierte, nachhaltige und umsetzbare Lösungen können dann gemeinsam in einem weiteren Schritt ausgearbeitet werden. Das ist aus unserer Sicht der Königsweg. Dabei werden auch die Bürgerinnen und Bürger mit eingebunden, denn was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass der Klimaschutz eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und das Ja der Bürgerinnen und Bürger zu einer Verfassungsänderung wäre ein klares Bekenntnis zum Klimaschutz und ein starkes Signal an alle Politiker aller Parteien. Und vor einem Jahr, nämlich in der Plenarsitzung am 22. Februar, wir hörten es, da ging es auch um die Aufnahme des Klimaschutzes in die Verfassung. Und da hat sich alles von Ihnen, Kolleginnen und Kollegen von Grünen und SPD, auch noch ganz anders angehört. Da haben Sie dem Antrag der Freien Wähler zugestimmt, ohne an konkrete Maßnahmen gebündelt zu sein. Als kleine Erinnerungsstütze. Der Kollege Horst Arnold von der SPD meinte, Zitat, wir erkennen die Sinnhaftigkeit des Zieles an, wir wissen aber, wer den Antrag stellt. Nur des Zieles wegen stimmen wir zu, Zitat Ende. Oder ein Kollege von den Grünen. Wir werden dem Gesetzesentwurf zustimmen. Es ist wichtig und notwendig, dass der Klimaschutzgrundsatz in die Verfassung aufgenommen wird. Und weiter, deswegen sind wir, die Grünen, ganz klar für die Aufnahme dieses Grundsatzes in die Bayerische Verfassung. So würden wir wirklich nach vorne kommen. Mehr als diese zwei Zitate brauchen wir jetzt ja auch nicht bringen.
Uns wurde ja auch in diesem Haus schon des Öfteren Verantwortungslosigkeit vorgeworfen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei Ihnen sieht es doch ganz anders aus, Kollegen und Kollegen der Grünen und SPD. Für Sie wird jetzt hier auf einem roten Teppich Ihr Ziel, Ihr langjährig verfolgtes Ziel ausgerollt und Sie verweigern sich hier dem Parlament. Wobei ich auch die Vorgehensweise unseres Ministerpräsidenten in dieser Sache als fragwürdig ansehe. Es wäre sicherlich zielführender gewesen, uns Oppositionsparteien frühzeitig mit einzubinden und nicht vor vollendete Tatsachen zu stellen. Schließlich geht es nicht um nicht weniger als die Verfassungsänderung. Herr Ministerpräsident Söder, Sie machen es den Grünen und der SPD sehr leicht, Ihren Vorstoß als reine PR-Maßnahme zum Fang von Wählerstimmen hinzustellen. In Sachen Glaubwürdigkeit nehmen sich hier im Parlament aber weder CSU noch SPD und Grüne viel. Uns, der FDP-Fraktion, ist es egal, wer die Anträge stemmt. Wir stimmen guten Anträgen zu und lehnen schlechte Anträge ab. Das Klimaschutz ist so wichtig, dass man als gewählter Volksvertreter in der Lage sein muss, dafür auch mal eigene Befindlichkeiten und sein eigenes Ego zurückzustellen. Es ist wichtig, dass sich möglichst viele Menschen an Meinungsbildung und Meinungsbekundung beteiligen. Aber wir alle sind Vertreterinnen und Vertreter der Gesamtgesellschaft und mit Ihrer Ablehnung werden Sie Ihrer Verantwortung leider nicht gerecht. Der Kampf gegen den Klimawandel ist eine wichtigste. Der Kampf gegen den Klimawandel ist eine der wichtigsten Aufgaben unserer Zeit. Wir müssen es gemeinsam lösen. Deswegen gehört der Klimaschutz in die Bayerische Verfassung. Herzlichen Dank. Herr Kollege, ich glaube, da gibt es noch eine Zwischenfrage.